Mein Name ist Steffen Beri. Ich absolviere dieses Jahr mein freiwilliges soziales Jahr beim Sportverein Schwarz-Weiß-Unser Feinde mit Yvonne Rehling zusammen. Wir beide trainieren Jugendmannschaften. Yvonne trainiert eher den Handballbereich und ich eher den Fußballbereich. Ich trainiere die zweite G-Jugend, die zweite C-Jugend, die zweite E-Jugend, die zweite C-Jugend und die zweite B-Jugend und habe mit den Mannschaften dann ein- bis zweimal die Woche Training jeweils und fahre am Wochenende auch mit zu den Spielen. Seit dieser Saison spiele ich auch für die erste Herrenmannschaft des Vereins und ja, es macht mir sehr viel Spaß, mit den bei der ersten Mannschaft mitzutrainieren, vor allen Dingen auch viel zu lernen von den eher älteren Fußballern. Und die Übungen, die ich dann in der ersten Mannschaft auch mitmache, wende ich dann teilweise auch bei den Jugendmannschaften an. Eher abgeschwächt, aber ja. Ja, mein Name ist Yvonne Rehling, ich bin 18 Jahre alt und absolviere dieses Jahr mein BFB beim Schwarz-Weiß-Unser Feinde. Und zu meinen Aufgaben zählt unter anderem auch die Verwaltung. Also ich sitze morgens erstmal im Büro und aktualisiere die Webseite und informiere die Mitglieder über Aktuelles oder über die Spiele, die diese Woche anstehen. Wenn Heimspiele anstehen, dann arbeite ich noch an der Stadionzeitung. Ja, und ich vermittle auch zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand. Und zum Beispiel jetzt in den Herbstferien steht ja die 10. Fährebetreuung bei Schwarz-Weiß-Unser Feinde an. Und zusammen mit meinem FSJ-Kollegen Steffen bereiten wir das auch vor und führen die dann auch durch. Die ist vom 8. bis zum 12. Oktober. Die Anmeldung ist auch auf der Internetseite von Schwarz-Weiß-Unser Feinde zu finden. Und man kann die sich zu Hause ausdrucken und dann kann man die zu uns schicken.